Hey liebe VR-Freunde, euer Chris hier von We Are One. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute tun wir mal wieder gepflegt schnetzeln in VR, und zwar ist Hell's Weeper auf der Pico 4 endlich erschienen. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang darauf gewartet und bin großer Fan von Sirento gewesen. Habe das damals schon auf der PSVR 1, glaube ich, gezockt und auf der Pico dann auch den Port. Hat eine einzigartige Game-Mechanik gehabt mit den Saltos und dieses schnelle Gameplay. Relativ brutal ist es auch, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, definitiv. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt endlich Hell's Weeper rausgekommen ist. Wir schauen es uns heute gemeinsam zum ersten Mal an auf der Pico 4. Es ist auf der PSVR 2 tatsächlich auch erschienen. Aber ich denke mir, schauen wir uns erstmal den mobilen Port an, ob das überhaupt was kann. Wahrscheinlich wird es dann auch noch irgendwann demnächst eine PSVR 2 Version von mir geben auf dem Channel. Bleibt dran und wir sehen uns gleich in der Pico 4. Hallihallo liebe VR-Freunde, wir sind hier in Hell's Weeper VR und darauf freue ich mich schon wirklich eine Zeit lang. Ist von den Sirento VR-Machern das neue Game, ist jetzt für die Pico 4 erschienen, ich glaube zeitgleich auch für die PSVR 2. Und ja, heute schauen wir uns mal die Pico 4 Version an. Ich bin schon ziemlich neugierig und freue mich drauf. So, also wenn wir hier nach unten schauen, sehen wir unseren Körper, die Hände, also rechts, links, sieht eigentlich auch okay aus. Ist nicht so hochauflösend von den Texturen, aber hey, es ist Standalone. Was anderes habe ich jetzt nicht wirklich erwartet. Ich hoffe, es macht trotzdem sehr viel Spaß. Und wir schauen gleich mal rein. Da müssen wir gedrückt halten. So, zur Kalibrierung deiner Größe. Musst du dich gerade hinstellen und still hinsetzen, aber ich stehe jetzt gerade. Drücke Kalibrieren, um deine Körpergröße im Spiel einzustellen. Halte linke Mittel-Taste, um dich selbst zu zentrieren. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also drücke Kalibrieren, um deine Körpergröße im Spiel einzustellen. Nehmen wir mal die goldene Mitte. Komforteinstellungen, Sprinten und Bewegen, bequem. Nee, kein Teleport kommen. Okay, später haben wir auch die Möglichkeit, das vielleicht dann nicht auf Mittel, sondern auf Hoch zu stellen. Spielen von Hell's Weeper, ja, erfordert intensiven Einsatz deines Körpers. Sehr gut, ein bisschen abspecken wieder. Ist ein paar Kilos jetzt weg von meinen Hüften, das passt. Bitte lege Handklingschlaufen an, die sitzen, jawohl. Achte auf deine Umgebung. Ich versuch's. Platz habe ich einigermaßen. Das müsste passen. So, dann gucken wir doch mal, was da so passiert. Die Hölle quillt über von Monstern. Ich freue mich schon echt riesig drauf, weil ich fand damals Sirento eigentlich echt sehr cool. Habe ich auf der PSVR 1, glaube ich, gezockt. Und aber auch auf der Pico 4 dann. War mal ein etwas anderes Game. Also ziemlich irre und schnelles Gemetzel mit Sprüngen und so weiter. Also Motion Sickness dürfte man dafür nicht haben. Aber es hat damals auch echt sehr viel Spaß gemacht, mal, weil das andere ist so eine Art Wave-Shooter in einer kleineren Open-World-Levels und ja, werde ich vielleicht auch mal ein Video machen. Aber jetzt gibt es erstmal Hell's Weeper. And I shall be your guide, Sinner. Yes, me, the Beetle. Okay, Käfer. The Beetle. Cool, also dieses Insektchen fliegt jetzt genau vor meinem Gesicht. Und das sieht eigentlich echt cool aus. Also schnappen wir es uns einfach mal. Gut, ist jetzt nicht so hochauflösend. Ich denke, auf der PSVR 2 wird es besser aussehen, aber... Ach, in mein Ohr musste ich das stecken. witzig. Now that we're one, I can show you the way as a wisp. Summon me with a flick of your wrist.
Okay, Trigger halten und schwinge deine Hände nach außen, dann beschwören wir diesen Käfer aus unseren Ohren wieder raus anscheinend. Oh, da ist er wieder. Okay. Meinen Sprint oder Sprung auszuführen, drücke den rechten Stick vorwärts und ziele mit... Also man kann das recht schwer lesen. Okay, folge den W-Punkten. Achso, okay, man kann sich da bewegen und... Okay, man kann auch Teleport machen, aber man kann sich auch ganz normal bewegen. Ich glaube, das war in Sirento damals auch ziemlich ähnlich. Da war aber grundsätzlich auch Teleport erst nur eingestellt. Ja, also Umgebungsgrafik, naja, sieht momentan recht mau aus, aber das wird schon noch, denke ich mal, hoffe ich. So, den rechten Stick links und rechts, um dich umzudrehen. Ja, das kennen wir, Snap Turn. Ohne dich selbst zu bewegen, diese und so später einstellen. Achso, da kann man hier den Grad der Drehung einstellen, ob es jetzt 45 Grad oder 90 sein sollen. Ich glaube 45 könnte man lassen. Achso, man kann auch komplett frei drehen, wenn man will. Aber das vertraue ich ja nicht, so wie ich schon des Öfteren euch erzählt habe. Ich habe kein Problem eigentlich mit vorwärts, hoch, runter und so weiter, aber dieses links, rechts, das macht mein Gehirn ein bisschen zu schaffen. Also lassen wir einfach 45 Grad. Gut, schauen wir weiter. Wo war jetzt eigentlich wieder? Gibt es einen Sprungknopf? Teleport ist auch dieser zweite Aktionsknopf auf beiden Controllern, wie es aussieht. Okay, direkt springen gibt es noch nicht. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob es überhaupt mal geben wird. Entschuldigt meinen Hals, aber irgendwie kratzt mein Hals momentan. Also. Ja, ein bisschen trockenen Hals gerade. Deswegen werde ich mir ab und zu räuspern und sorry schon mal dafür. So, nächste Insel zu erreichen, musst du einen Doppelsprung hinlegen. Drücke den rechten Stick vorwärts und lasse es im höchsten Winkel los, um zu springen. Drücke den rechten Stick erneut. Okay, ja, ich glaube, das war auch damals so ähnlich bei Sirento. Aber eigentlich hat man da unten noch eine Plattform. Na, egal. Machen wir das doch einfach mal. Genau. Eigentlich ganz easy. Okay. Also jetzt könnt ihr einstellen, ob, wenn ihr nach vorwärts drückt, es euch euren Kopf folgen... Oh! Das ging jetzt fast ins Auge. Ob die Kamera euren Kopf folgen soll oder eure Richtung, in der ihr hinschaut, den Controller oder der Kamera. Ich lasse jetzt einfach mal Kamera. Oft ist eigentlich Controller besser, wobei. Schauen wir mal ganz kurz, wie sich es denn anfühlt. Kommt halt immer darauf an, wie man das spielen muss, aber ich lasse erstmal Kamera. Können wir ja immer noch umstellen, später in den Optionen. Mit Sicherheit. Geht's weiter. Also es läuft auf jeden Fall, das kann ich euch mal sagen, sehr flüssig. Da gibt es kein Ruckeln oder Zuckeln, das ist schon mal gut. Das finde ich immer das Schlimmste in VR, wenn es echt auch noch Ruckler zwischendrin gibt und die Grafik eh schon nicht so toll ist bei einem Standalone-Headset. Aber in dem Fall, nee, alles ganz okay bis jetzt. Schauen wir mal. Also, wenn du unter dem Schwindel leidest, kann die Aktivierung des Tunnelblicks... Nee, auf keinen Fall. Lassen wir aus. Ich hasse sowas. Wenn da die Sicht eingeschränkt wird. Für was haben wir denn so ein relativ gutes FOV bei der Pico, wenn die dann... reduziert wird, das braucht man nicht. Es gibt zu lernen, ja, okay, ich bin doch schon da. Okay, da ist jetzt so eine komische Hand vor uns. Ein Geschenk, nehmen wir das mal auf. Hier, das Insektchen hier kreist die ganze Zeit um uns rum. Was ist das? Ach, ein Schwert, cool, Schwertbefehlung, war schön. Grifftaste plus halten. Okay, das sieht aus der Nähe jetzt okay aus. Fertigkeit erhalten. Wähle ein Slot aus, um die Fertigkeit auszurüsten. Okay, also man muss hier anscheinend dann auswählen, in welche Richtung man dieses Ding hier aussucht. Nehmen wir doch einfach mal oben. Gut. Also die Richtung, in der das Schwert beschworen wird, hängt davon ab, wo es ausgerüstet ist. Also ich habe jetzt oben quasi eingestellt. Halte Grifftaste und schwinge oben schnell, um es zu beschwören. Ah ja, Zauberin, drei Schwerter bei, ein Gefühl der Bewegung. Okay, dann probieren wir das mal aus. Okay, das war
Verkehrt. Muss man das mit beiden Händen machen? Ach so, nach oben schwingen, oder was? Okay. Okay, cool. Kann man auch mit beiden Händen machen. Oh, das hat mich ein bisschen gerissen. Es hat so ein kleines Monster vor uns gespawnt. Was steht denn, was müssen wir machen? Wahrscheinlich müssen wir es kaputt machen. Schwingen das Schwert auf den Gegner, um diesen Schaden zuzufügen. Starke Weitschläge bringen dabei mehr Schaden. Zusätzlich beschleunigt ihr den Nahkampfattacke die LP-Regeneration. Okay, also das Schwert sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber ganz lässig. Oh, was hängen geblieben hier? Oha. Also es ist auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen Geschnetzel, ähnlich wie bei Sorrento. Das war da damals auch schon ziemlich brutal, man konnte alle Gliedmaßen abhacken, ist ja auch wieder so, wie es aussieht. Indem du in der Nähe hinabschwingst, kannst du in einem Sprintschlag in dessen Richtung tun. Okay, also was soll ich jetzt machen, indem du auf einen Schläger in der Nähe hinabschwingst? Okay, also nach unten schwingen in dem seiner Nähe. Aha, das ist ein schneller. Schneller Schwung anscheinend. Joa, sieht ganz okay aus. Sprintschlag funktioniert. Was nochmal? Also, Sprintschlag funktioniert mit jeder Nahkampfwaffe. Dies kannst du später in der Option einstellen, Gameplay. Also einfach nach unten schlagen, das geht dann anscheinend ein bisschen schneller. Lassen wir eingeschalten. Okay, also was ganz cool ist, was mir aufgefallen ist, man kann mit beiden Händen quasi. Okay, ich kann hier die Gliedmaßen von dem aufheben, krass. Okay, an der linken Hand haben wir jetzt hier anscheinend auch noch irgendwie so eine Hilfe. Ihr Licht zu beschwören. Aha, nach außen. Macht er nicht. Nehmen uns einfach das zweite Schwert erstmal und gehen weiter. Ah, okay, das kam jetzt hier in diesem nächsten Tutorial Point anscheinend. Die Uhr an deinem linken Handgelenk zeigt deine LP und dein Mana an. Okay, also rot ist quasi Lebensenergie und das blaue dann Mana für Zauberkräfte und so weiter. Außerdem zeigt es dein aktuelles Ziel an. Ja, das mit dem Trigger. Halte den Trigger gedrückt und schwinge nach außen, ihr Licht zu beschwören. Ach, okay. Dieses Tier heißt ihr Licht. Jetzt weiß ich Bescheid. So, dann wissen wir schon, wie das geht jetzt hier mit dem Hochspringen. Das ist schon cool. Erinnert wirklich an Sorrento. So, ein neues Geschenk haben wir bekommen. Schaut doch mal, Freunde. Ist das nicht nett? Eine Pistole. Ähnlich wie in Sorrento. Wie gesagt, hat man auch Schwert und Pistole gehabt. Das weiß ich noch. So, wo beschwören wir die hin? Nach unten. Passt, machen wir das so. Mhm. Halt. Ah ja. Er hat uns selber auf Englisch gesagt, wir sollen ein paar Mal üben, damit wir ein Gefühl dafür kriegen. Ist aber eigentlich recht simpel. Ihr dürft halt nur nicht so wie ich gerade Griff drücken nach oben und unten, weil dann kommt erst natürlich das Schwert, also Grifftaste und nach unten. Zack. Und jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Dann kommt die Pistole. 5 von 6 Schuss jeweils. So, ladest du schnell, indem du sie zur Seite flickst. Ah, cool. Nochmal, falls du dagegen den Trigger drückst. Lade die Pistole auf 2 Arten nach. Schnelle Schnitt mit dem Handgelenk nach außen. Manuell halte Trigger gedrückt und schlage nach unten, um die Kugeln zu beschwören. Lade sie, um sie zu schicken. Ah, okay. Also wenn ihr so nach außen haut anscheinend, wie jetzt gerade, dann wird es nachgeladen. Aber wenn wir den Trigger gedrückt halten und dann nach unten... Hau doch nach unten. Geht nicht. Ja, also nochmal. Halte den Trigger gedrückt und schlage nach unten, um die Kugeln zu beschwören. Lade sie in die Waffe. Halt doch nach unten. So geht das nicht. Dann halten wir nun alles runter. Es funktioniert nicht, Freunde. Warum funktioniert es denn nicht? Also ich halte den Trigger gedrückt, schlage nach unten. Kugeln zu beschwören, lasse in deine Waffe. Ach so, mit der linken Hand, mei.
Okay, das hätten sie natürlich schon hinschreiben können, dass es mit der anderen Hand gemacht werden muss. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Gedrückt halten den Trigger und mit der linken Hand schlagt ihr nach unten und dann habt ihr die Kugeln hier in der Hand. Die füllt ihr ein und jetzt haben die angeblich mehr Schaden. Das ist wahrscheinlich dieses gelbe Teil hier vorne. Ich habe da zwar vorher nicht aufgepasst, aber schauen wir gleich mal. Ja, ich habe recht gehabt. Ohne gelben Teil ist das normale Nachladen, also nach rechts schwingen. Und wenn ich jetzt hier vom Baller schneide, bevor ich auf den drauf bolz, probieren wir es nochmal aus, gedrückt halten. Linke Hand nach unten. Cool. Und jetzt habt ihr extra Power. Jetzt schauen wir mal, was die bringt. Okay, so ein fliegender Fußball. Den haben wir jetzt zweimal angeschossen mit dieser extra Power. Da braucht ihr zwei Schuss. Jetzt schauen wir mal, was es denn ist, wenn jetzt haben wir nicht mehr diese extra Power. Was Vogelscheuche. So, das haben wir jetzt schon. Nö, das kennen wir alles. Achso, da ist noch einer. Ach, jetzt schaut, jetzt haben wir nicht die extra Power. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Schüsse wir brauchen bei dem Kandidaten. Genauso viel. Okay. Ja, der hat wahrscheinlich sehr wenig Lebensenergie. Okay, jetzt wird es interessant, Freunde. Mal schauen, wie das Ragdoll-Modell hier ist bei diesen Teilen. Okay, also man kann anscheinend diese Rüstung auch weghauen. Oder wegschießen. Ja, ja, seht ihr? Jetzt hat er hier seinen Kopf verloren. Und Beine, kann man die auch irgendwie? Okay, also die Gegner sind momentan ziemlich dumm. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran. Was kann ich denn mit diesen Teilen jetzt machen, die wirklich aufhebt? Ach cool, man kann damit schmeißen. Das ist einfach nur ein Tutorial ist gerade. Deswegen sind die wahrscheinlich dumm. Ich denke mal schon, dass wir dann auch auf einen zugehen. Und zack. Cool. Also, Spielmechanik ist schon ziemlich nice. Helltime, okay. Bullet Time ist cool, man hat dann so einen Zeitlupeneffekt. Gab es doch eine Sorento VR. Es hat eigentlich immer recht viel Spaß gemacht, dann die Zeit so ein bisschen zu verlangsamen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das mal an, wie das jetzt hier funktioniert. Bullet Time, okay. Zeit von 10 Sekunden, sodass du grandiose Moves ausführen kannst oder gegnerische Angriffe leichter ausweichen kannst. Drücke XA. Also X oder A wahrscheinlich, um Bullet Time zu aktivieren. Aha, okay. Wir müssen jetzt das hier verwenden, um den Pfeilen hier auszuweichen beim Springen. Okay, na gut. Achso, ich habe immer noch eine Waffe hier gespawnt. Wo schießt der jetzt? Okay. Ja, das ist jetzt momentan hier recht easy gewesen. Cool. Naja, aber ich bin schon Fan von der Spielmechanik, muss ich sagen. Weil es erinnert sehr an Sorrento, fühlt sich bloß noch ein bisschen fluffiger, ein bisschen flüssiger an. Also, ist jetzt echt cool. Meine Grafik, okay, dürften wir jetzt keine High-End-Grafik erwarten, zumindest nicht auf der Pico 4. Es ist alles sehr kantig, die Texturen sehen sehr verwaschen aus. Aber es macht Spaß und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Zumindest bei Standalone-Headsets. So, jetzt sind wir in diesem Ziel anscheinend vom Tutorial angekommen. Jetzt geht der Prolog los, Freunde. Ich bin gespannt. Okay. Lustige Stimme hat dieses Insektenteil. Pick your poisons. What? So. So, beschwöre deine Waffen deiner Wahl. Du wirst bald deinen ersten echten Kampf haben. Cool. Ich würde sagen, wir nehmen einfach beides, oder? Ich würde das jetzt nochmal Trigger. Halt, ne. So, Patronen. Ich will doch keine Patronen. Nein. Hier will ich die Pistole und hier das Schwert. So, machen wir das. Ich habe jetzt noch keine Magie oder so, aber das kommt jetzt bestimmt. Okay, Tipp, wenn du Gegner mit dem Griff deines Schwertes oder Pistole schlägst, wird ihre Deckung durchbrochen. Klingt doch auch nice. Wenn sie sich in einem Zustand des Abblockens befinden, zweihändige Angriffe werden Deckung... Ah ja, okay, man kann das Schwert dann doch auch mit zwei Händen halten anscheinend. Oder die Pistole auch. Egal.
schauen wir mal einfach, wie das hier jetzt abgeht. So. Fight Hell Sweeper. Cool. Okay. Na, da, nach unten diese schnellere Angriff. Oh. Nachladen hat jetzt echt lang gedauert. Und zack. Ja, cool. Ne, macht schon Spaß, Freunde. Oh. Ah, okay, man kann auch dashen mit den... Oh, cool. Man kann auch hier mit einem Schwert, habt ihr das gerade gesehen, dem seine Angriffe quasi zurückschleudern. Das ist ja geil. Ich bin jetzt immer noch mal in Zeitlupen-Modus. Kommt die nächsten Gegner. Jetzt, wie war das jetzt nochmal schnell mit dem, der Deckung zu brechen? Ach so, wenn ich ihn dagegen hau. Ah, okay, cool. Dann funktioniert es echt schon mit einem. Und komm her. Zeitlupe und zack. Okay, cool, cool. Freunde, es macht Spaß da. Oh, hat da jemand einen Pfeil in uns geschossen? Krass. Und woher denn? Ich habe auf jeden Fall einen Pfeil in der Pistole. Seht ihr das? Krass. Beschweren wir uns einfach. Oh ne, der ist in meiner Hand. Boah, krass. Ich habe den hier rausgeholt. Eine Steinhand. Das ist eine Steinhand. Und wo ist die Belohnung? Ach ne, das ist die Steinhand. Okay, ich muss mal das ausprobieren, ob man dann wirklich auch mit denen seinen Krallen dann... Man kann da bestimmt alles machen, Freunde. Das ist schon cool. Also wir werfen das auch schon ziemlich... Werfanimation sieht auch ziemlich cool aus schon und ist echt präzise bis jetzt. Wow. Ihr merkt, ich bin begeistert. Ne, bis jetzt macht es echt sehr viel Fun, Freunde. So, holen wir jetzt unsere Belohnung ab. Jetzt habe ich wieder umsonst das Ding gespawnt. Halten, um deine Wahl zu bestätigen. Schweben freischalten. Geil. Also man kann auch schweben. Fertigkeit erhalten. Unterstützungsfähigkeiten werden automatisch ausgerüstet. Ja, geil. Da muss man dann auch nichts machen. Das ist wie so ein Skilltree, wo ihr dann nach und nach freischaltet anscheinend. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie das Schweben hier so funktioniert. Du musst merken, es leuchtet, dann kann es schweben. Okay. Cool, man hat also Telekinese auch. Also alles, was hier blau leuchtet scheinbar, kann schweben. Zeige mit Hand auf ein Objekt in der Nähe und halte die Greiftaste, wenn es leuchtet, um es schweben zu lassen. Wenn ein Objekt gelb leuchtet, klicke während des Schwebens auf Stick, um es in die Hand zu nehmen. Ah, okay. Das lege das Puzzleteil zum Fortfahren auf den Altar. Okay, ich möchte jetzt das mal mit dem Schweben da ausprobieren. Aha, okay. Also bis jetzt hat er es immer gleich genommen. Ihr müsst jetzt den rechten Stick zurückziehen, dann dreht er sich um. Also jetzt nochmal klicke, wenn... Achso, auf den Stick. Ach, jetzt hat man... Man muss auf den rechten Stick dann klicken. Und dann kommt es her. Ansonsten kann man es auch werfen. Halte den Stick zum Klicken, ja. Das haben wir doch schon gehabt. Okay. Ich will aber erst noch ein bisschen üben, lasst mich doch. Also schweben lassen. Ich würde mal schauen, mal kurz probieren. Oh, okay, cool. Wie weit man da dann... Ja, es ist schon cool. Es macht Spaß. Na gut, dann nehmen wir doch erstmal diese Hand nochmal, das möchte ich mal sehen. Und zack. Cool, cool, cool. Ja, es ist meins, das Game. Es ist schon was für mich, merke ich schon. Dann legen wir doch mal das auf den Altar. Machen wir noch eins. Ja. Lass mich mal kurz die Höhe checken, Freunde. Irgendwie komme ich mich gerade sehr hoch vor. Ja, die Höhe stimmt ungefähr, aber naja, egal. Gucken wir mal weiter. Cool, cool. Das ist ein Spiel, das man auf jeden Fall wieder länger spielen kann. Okay, wir müssen hier einen Schlüssel finden. Für diese... Truhen. Da sind Belohnungen für uns drin. Break it. Schauen wir mal. Was ist das hier? Zerstöre das Totem in der Nähe, um einen Schlüssel zu erhalten und benutze Levitation, um ihn aufzuheben, indem du die Griff-Taste hältst. Okay, also wir müssen jetzt hier irgendwas zerstören. Das hier wahrscheinlich. Probieren wir es doch mal mit der Knarre. Oh, okay, ja, ist schon passiert.
Unser Freund hier. Was ist mit dem? Der schwebt schon die ganze Zeit schon wieder um uns rum. Ja, wir nehmen das hier. Ach, das ist echt ein geiles Game, Freunde. Also ich kann es euch schon mal empfehlen. Allein schon von diesem kleinen Tutorial. Macht schon mega Spaß. Auch wenn es echt nicht so gut aussieht, muss ich ehrlich sagen, auf der Pico 4. Aber es ist völlig okay. Yes, sehr schön. Passt. Damit kann man sich dann was kaufen anscheinend. Ach nee, Feuerbeschwörung. Cool, jetzt wird's interessant. Yes, den nehmen wir mal nach rechts, das Feuer, oder nach außen. So. Jawohl, würde ich aber auch sagen. Gut, nun beschwören wir das Feuer. Also drückt halt nur nach rechts. Oh, cool. Oh, das war jetzt sehr goldig. Cool, also ich muss sagen, das Werfen funktioniert eigentlich ganz cool bis jetzt. Das ist ja geil, oder? Man kann den hier dann so schweben lassen. Oh Mann, ich wollte den werfen. Egal, es kommen bestimmt noch mehr Gegner. Irgendwann. Bald. Das ist ja geil, cool. Jetzt haben wir schon mal Feuerfreunde zum Beschwören. So. Ich mag auch das Jump-System. Es erinnert wirklich sehr stark an Sirento, aber wen wundert es, wenn das von den gleichen Entwicklern ist? Das geht weiter. Oh, der Prolog ist zu Ende. Lerne oder mögliche coole Bewegungen wie Saltos. Oh, Handsprints und später. Cool. Da freue ich mich schon drauf. Es wird anscheinend auch wieder ein bisschen wild. Wie in Sirento auch. Also da musste man schon guten Magen haben mit diesen Doppeljumps und Riesensprünge und schnelles Gemetzel. Das war schon sehr schnell. Ich weiß nicht, ob das auch so schnell wird. Gucken wir mal. Blume des Abschieds. Doesn't really matter. Watch them grow like weeds as you grow in power. Okay, das sind, die müssen wir anscheinend irgendwie größern oder füllen. Da können wir dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen wieder freischalten oder so. So, wir kommen in die Halle, wie es aussieht. Nicht Hölle, sondern Halle, Freunde. Welcome to the Hall of the True Vine, Hellsweeper. Okay. Everything's here. Training tools on the left, wardrobe on the right, and the portal in front. Sehr schön. You can make yourself at home. Vielen Dank. Cool. Es sieht jetzt schon ein bisschen besser hier aus, aber auch jetzt nicht weltbewegend. Aber ja, recht minimalistisch gehalten, aber macht Spaß. Ich sag, die Höhe passt irgendwie noch nicht hundertprozentig, aber fast. Muss ich nochmal neu justieren dann. So, hier haben wir so einen Blutfluss. Was auch immer, das ist das Portal, wo er erzählt hat. Links soll eine Trainingseinheit sein, Trainingsgelände, hat er gerade erwähnt. Okay, haben wir hier einen fliegenden Besen oder was? Nee, kann ich hier ein bisschen aufräumen. Nee, Spaß beiseite. Umkehrgriff, Tipps, Umkehrgriff. Okay, und dann kann man damit fliegen oder was? Wie bei Harry Potter. Wie kann ich jetzt einen Umkehrgriff machen? Oh, Umkehrgriff ist auf Trigger zweimal drücken. Ja, und nu? Drauf hat man fliegen. Oder wie, oder was? Was soll ich jetzt mit diesem Besen? Soll ich hier aufkehren, oder was? Egal. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aktiviere alternativ Griffstile für eine beliebige... Okay, also wenn man den Trigger zweimal drückt mit irgendeiner Waffe, probieren wir doch mal aus. Ich kann mein Schwert nicht beschwören, Freunde. Was soll denn das? Warum kann ich mein Schwert nicht beschwören? Ist alles weg oder was? Nee. Okay. Vogelscheuche. Don't skip the lessons. Sweeping hell ain't easy. I've watched many before you fail. Okay, da gibt es dann die ganzen Freischaltpunkte hier. Ausrüstung. Gegnerarten, wo wir bis jetzt gesehen haben wahrscheinlich. Was haben wir hier? Kartenmodifikation, beschwört Portale, vor allem die Meteore erzeugen. Okay. Ja, es sieht nach etwas Größerem aus, was cool ist. Da gibt es jetzt hier noch Tutorials, weitere. Aber ich würde sagen, das machen wir alles im Game, oder? Kommt, gehen wir gleich rein. Also es ist hier, wie gesagt, so eine Trainings-Area. Aber wir gehen jetzt ins Spiel. Halt eine Garderobe, hat er noch erzählt, da schauen wir nochmal schon hin, was da ist. Und wie wir uns umziehen.
Schaut auch krass aus, dieser Steinkopf hier. Ja, das, die Atmosphäre ist schon ganz gut gelungen, auch wenn es grafisch nicht so der Hit ist. Mhm. Kann man Outfits und so freischalten anscheinend. Okay, das sind jetzt wir anscheinend. So müssen wir, so sehen wir aus. Ja, wenn ich nach unten schaue, das könnte der Körper sein. Ja, ist doch lässig. Ist doch ganz witzig. Mit dieser Halbgesichtsmaske. So. Die Adern können wir ändern auch. Also die eine Ader hier, Farbe blau. Das tut sich nichts, muss man dann bestätigen. Ach so, nee, das kostet ja was. Okay. Ja, okay, nee, lassen wir das erstmal so. Masken kann man auch freischalten. Auf jeden Fall, man kann sein Outfit auch anpassen. Das ist schon mal ganz cool. So, jetzt ab in den Kampf. Wie komme ich hier rein? Und off, wie geht denn das? Ach, hier. So, Schwierigkeit normal. Es gibt genügend. Was gibt es denn alles? Neuling? Nee, brauchen wir nicht. Veteran, ne, machen wir normal. Die Player gibt es auch, cool. Betritt das Portal zum Beginn. Unser Insekt hier fliegt wieder vor unserem Kreis. So, dann gucken wir mal kurz noch ins Spiel. Akt 1, normal. Voll normal. Ah ja, also wir müssen nach dieser Steinhand wieder suchen. Dieses Ding führt uns anscheinend hin, wo wir hin müssen. Kann ich jetzt meine Waffen wieder beschweren? Nein, die sind weg. Das war wirklich nur Tutorial. Also die Reflexion jetzt hier in diesem Blutwasser sehen wiederum ganz, ganz cool aus. Hammer. Ach, halt, wir brauchen keinen Zeitloop-Modus. Den kann man aber nicht deaktivieren, witzigerweise. Der macht es dann automatisch wieder. Boah, schade. Ich dachte, den kann man sich einteilen, aber es sei noch nicht. Da fliegen irgendwelche Partikel hoch aus diesem Blutbad. So. Ah, cool. Schaut mal, wir haben schon zwei Sachen jetzt hier. Ein blauen Stein, das war Schweben freischalten. Okay. Das hatten wir vorhin auch schon gehabt. Genau. Und dann haben wir noch einen zweiten Stein. Schauen, was der jetzt war. Achso, ja, das habe ich jetzt schon selber rausgefunden. Man kann einfach die Sachen dann zu sich herziehen mit der Griff-Taste und dann wahrscheinlich auch werfen. Genau, mit Klicken kriegt man das Ding dann in die Hand und fügen wir besondere Schwebeattacken. Cool. Schwinge entweder deine Hände oder halte den Trigger während des Schwebens gedrückt, um sie zu aktivieren. Das müssen wir dann ausprobieren. Sehr nice. Und der nächste Stein, was haben wir hier? Was wähle aus dem Segen? Was ist das denn? Ein Segen. Wähle einen Segen. Du kannst Segen entfernen, indem du sie später im Shop besuchst. Okay. Ich schwebe 2 Sekunden lang, um einen Scheitelpunkt am Sprung ist. Es steht viel auf dem Spiel. Erhöhe den Schaden. Ja, komm, machen wir doch das zweite. Erstmal mit dem Schaden erhöhen. Aha, okay, wir kriegen noch mehr Sachen, tatsächlich. Nehmen wir erstmal das Schwertchen hier. Und das legen wir wieder nach oben, das so war ich es gewohnt vorhin. Ja, das kennen wir schon alles. Ja, das kennen wir. Blocken. Okay. So, dann haben wir hier die Knarre. Die tun wir auch wieder nach unten, so wie wir es vorhin gewohnt waren. Wird dann nochmal kurz beschrieben. Mit dem Nachladen die Geschichte, das weiß ich ja schon, genau. Nehmen Sie die Kugel in die Richtung der markierten. Ja, das ist alles. Abblocken von Angriffen. Okay. Ja, ist cool, dass man auch mit diesen ganzen Waffen blocken kann. Oh, da war doch noch was zum Aufsammeln. Was soll das jetzt? Hey, hey, hey. Ich dachte, ich krieg das dritte auch noch, aber anscheinend musste man sich da 2 von 3 aussuchen. Egal. So, jetzt geht's aber los. Hier, aber auch. Insekt. Wollte ich jetzt eigentlich gerade schnappen und in mein Ohr, aber. Egal. So, wir sind hier in irgendeinem. Schaut asiatisch aus, irgendeinem Schrein oder so. So, hacken wir mal dieses Ding hier. Da gab's doch irgendwas immer, oder? Ja, genau. Also, da gibt's einen Schlüssel. Und da habe ich irgendwas eingesammelt. Klicken wir mal her. Die Mechanik gefällt mir, die ist echt gut gemacht.
Wahrscheinlich muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, aber dann funktioniert das. Mir ist aufgefallen, ich habe diese, na doch, die habe ich schon auf meinem Tastatur. Ich glaube, hier werden wir dann zwei brauchen. Ja. Dann suchen wir uns doch nochmal. Okay, man kann auch hier das Schwert hin und her durch die Hände. Ja, das ist ja cool mit diesem Trigger, weil da gibt es dann hier diese Fähigkeiten der Waffen. Und man kann sie dann aber auch werfen. Also ich teste das nochmal. Oh, cool. Ja, Freunde, nice. Gutes Game, gutes Game. Die Truhe öffnet sich und wir haben hier irgendwas vor uns wieder zum Einsammeln. Irgendwas Blaues. Höhe maximale Mana. Das kann man doch immer gebrauchen, ne? Merke jetzt zwar nicht wirklich was, aber egal, wir haben es eingesammelt. So. Was haben wir hier noch? Da ist noch irgendwas zum kaputt machen. Noch ein Schlüssel. Mal, wie viele Schlüssel kriegen wir denn hier jetzt noch gleich am Anfang? Die Frage ist nur, wohin mit dem? Das haben wir schon geöffnet. So, was gibt es dann noch zum Aufmachen? Dieser Schrein vielleicht? Ne? Ist da hinten noch? Vielleicht gibt es dann draußen was. Ich will ihn jetzt bloß nicht loslassen, weil... Brauchen wir noch? Das TikTok, der Clock, das war eine. Natürlich machen wir. Oh, da kommen schon die Gegner. Okay, probieren doch mal mit dem Schlüssel jetzt auch. So, Freunde. Oh, hinter uns. Geil. Nein, meine Waffe ist beschädigt. Ich will eine neue beschwören. Halt! Ich möchte jetzt mal hier, genau, das hier ausprobieren. Geil, auch in Zeitlupe. Cool. Was ist mit dem hier? Warum leuchtet der blau? Achso, weil den kann man dann fliegen lassen. Ja, ist cool, macht Spaß. Springen fehlt mir gerade noch so ein bisschen, aber egal. Wir haben wieder einen Schlüssel. So, wieso kriegen wir so viele Schlüssel, wenn es nichts zum Aufmachen gibt? Ist da was drin? Nee. Da leuchtet wieder was. Da, ja. Mit diesen Steinfäusten kriegen wir immer was. Machen wir diesen Schrein kaputt hier. Ist wieder ein Schlüssel. Nee. Zeug zum Einsammeln. So, ich würde jetzt gerne bitte irgendwas öffnen. Ach, geht kaputt. Geht nicht. Okay, dann halt nicht. Ja, coole Mechanik. Habe ich mal erwähnt, dass die Spielmechanik cool ist. Aber das kann man nicht kaputt machen. Das kommt mit Sicherheit wieder. Und wieder ein Schlüssel. Sag mal, was soll ich mit den ganzen Schlüsseln auch da oben? Okay, okay, ich bin da schon ruhig. Da werden wir wieder, oh, drei brauchen wir. Ja, das erklärt natürlich den Schlüssel von vorher noch. Ja. Da ist er. So, Schlüssel Nummer 2. Und den dritten, den habe ich jetzt irgendwo vorhin liegen lassen. Ne? Den habe ich am Eingang da schon bekommen. Jetzt ist nur die Frage, wo? Ich glaube, da vorne. Beim Reingehen gleich. Finden wir schon noch. Ach, da gibt's ein neues. Kriegen wir bestimmt neuen Schlüssel. Ja, da schau her. Was mache ich jetzt eigentlich mit dieser, kann man mit dieser Knarre noch was machen? Kann man die werfen? Ja, okay, man kann die werfen wahrscheinlich. Jo, also was mir ganz cool gefällt, ist auf jeden Fall das hier. Nice. So, dann machen wir doch mal oben das Fächlein auf. Cool. Nummer 3. Und was bekommen wir Schönes? Wow, cool. Zwei Sachen gleich. Na, komm schon her. Felsenteilung freigeschalten. War die Start denn jetzt nun wieder? Du kannst jetzt Felsenteilung ausführen, um sie aus dem Boden Felsen zu beschwören. Ah ja, okay. Cool. Also schwinge nach oben. Deine Handflächen
zum Himmel und halte dabei Greifentaste gedrückt. Okay, beide Tasten und so. Können wir dann Felsen uns schnappen? Wirf die Steine auf Gegner, um sie zurückzustoßen. Okay, cool. Das klingt doch schon mal nice. Funktioniert es denn auch? Probieren wir mal gleich aus. Nö. Funktioniert nicht. Vielleicht hier? Okay, jetzt funktioniert's. Cool. Also ihr müsst einfach nach unten halten. Und dann mit einer Schwungbewegung nach oben und beide Tasten, also Trigger und Greiftaste gedrückt halten. Ich komme noch nicht ganz klar mit... Oh, jetzt wird's gerissen. Mit diesem Werfen. Es ist zwar gut, okay, ja. Man muss halt beim richtigen Zeitpunkt die Greifentaste loslassen. Ist aber jetzt bei jedem Game ja eigentlich so. So, was haben wir hier Neues? Cool. Was haben wir denn hier bekommen jetzt? Was ist das denn jetzt hier? Der hat doch jetzt blau geleuchtet, oder? Doch. Ah, okay, cool. Man kann die Kiste hier auch mit Telekinese herumwerfen. So, nehmen wir uns mal unsere Belohnung. Aber jetzt mal richtig, nicht, dass ich jetzt wieder was falsch mache. Was haben wir denn hier alles? Alternativ Schüsse freischalten. Was gibt's noch? Ich denke mal, eins von denen können wir uns nur nehmen. Ein zufälliges Merkmal hinzufügen. Und, was noch? Hätte so das dritte mit dem Schwert irgendwas? Klingenwelle einschalten. Das klingt doch nice, oder? Nehmen wir das. So, jetzt aber. Cool. Man wirft dann irgendwas aus seinem Schwert raus. Mit deinem Schwert eine Klinge auskonzentrieren und namens Klingenwelle beschwören. Geil. Halt den Trigger, während dein Schwert horizontal vor der Brust positioniert. Sobald die Klinge glüht, schwinge sie nach außen und lasse den Trigger los. Okay, okay. Bin gespannt. Probieren wir es doch gleich mal aus hier. Also Trigger gedrückt halten. Okay. Man sieht schon, sie leuchtet jetzt die Klinge. Ah, okay. Nice. Cool, und dann wirft dann was wie Laserwurfschwerter dann weg. Man muss immer so ein bisschen warten. Und ihr müsst es auch vertikal halten. Ja doch, geht auch. Cool. Also ist egal, wie ihr das Schwert haltet, einfach nur den Trigger gedrückt halten. Dann vibriert er nach ein paar Sekunden. Geil. Gefällt mir. Cool. Geht's doch auch schon weiter. Immer ein kurzes Levelchen, also diesen zweiten Teil machen wir noch kurz von Akt 2. Dann war es das dann aber auch für heute, weil ich will euch nicht zu lange nerven mit dem Video. Ich glaube, das geht jetzt schon mittlerweile über eine halbe Stunde, wo ich euch das Spiel zeige. Das reicht dann, glaube ich, erstmal für heute. So, gucken wir weiter. So, wir sind jetzt in der Höhle. Oh, okay. Das schaut da übel aus. Da hängen lauter so. Gleich mal den Dagger ausprobieren hier. Ah, verpasst, ich will den oben jetzt erwischen mit meinem. Jawohl. Sehr nice. Oh, shit. Ja, man kommt dann, glaube ich, schon in so einen Flow nach einer Zeit. Cool, cool. Schnappen wir uns doch mal jetzt so ein Ding hier, so eine Leiche und. Cool, cool. Ja, nice. Ziel abgeschlossen. Dieses Insekt macht einen ein bisschen wie. Ja, also ihr seht, ich bin jetzt noch nicht so im Flow mit dem Game, aber es ist ja noch ein bisschen Eingewöhnungsphase. Aber es macht schon echt viel Spaß, Freunde. Es ist schon sehr nice. Was ist das hier denn überhaupt? Geil. Ah, dieser Move ist auch so cool. Oder halt einfach nur dieses Aufladen. Ach, das ist ein cooles Game. So. Schauen wir weiter. Ich habe jetzt gar nicht auf so Schätze geachtet oder so. Aber hier wiederum sieht die Grafik ganz nett aus, auch wenn es nicht so reich an Texturen ist. Und schauen, ob wir hier mit dieser Wurftechnik die auch kaputt machen können. Ich glaube schon. Ja, doch, funktioniert auch damit. Und
Okay, wir haben einen Schlüssel. Können wir uns hier durchhauen? Ne. Die Frage ist... Okay, hier haben wir plötzlich so ein blaues Feld in der Wand. Also ein kleiner Grafikfehler. Ja, wie gesagt, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, rein grafisch betrachtet. Ich denke mal, das geht hier mit Telekinese wieder eher. Aber es ist okay, weil es macht sehr viel Spaß. Der Sound ist ganz cool, der 3D-Sound. Zweiter Schlüssel. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine Kiste haben für die zwei. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Das ist schon mal nice. Ja, da stehen überall diese Türme rum zum Zerschleudern. Und ich denke mal, die gelb und blauen haben auch dann jeweils dieses Upgrade-Ding dann auch drin wahrscheinlich. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Alternative Schüsse haben wir uns freigeschalten. Cool. So, du kannst jetzt mit der Pistole Alternativschüsse ausführen, indem du sie zur Seite neigst. Okay, feuere mit einer Hand und um mit Querschlägerkugeln zu schießen. Nice. Bin ich gespannt. Mit beiden Händen abgefeuert werden mit einer zielsuchende Kugel abgefeuert. Ja, geil. Die Gegner in der Nähe verfolgt. Klingt wie in diesem Film mit Angelina Jolie damals. Wie ist der noch? Wanted, genau. Da konnte man auch so um die Ecke schießen. Also er feuert jetzt so seitlich quasi. Also prallen so ab, die Kugeln. Und jetzt gerade wiederum schießt. Okay, man merkt da schon einen Unterschied. Die prallen von den Wänden ab. Cool. Wow. Sehr nice. Ja, geil, Leute. Ihr seht, ich bin positiv angetan. Bis jetzt macht schon echt Spaß. Gibt es da noch eine Kiste? Ich habe jetzt gar nicht so aufgepasst. Nö, da gibt es noch keine Kiste mehr jetzt. Sonst hätte ich noch ein paar mehr zertrümmert, aber das bringt mir jetzt nicht wirklich viel, würde ich sagen. So, da können wir uns wieder was aussuchen. Eine Belohnung, was nehmen wir dann? Nehmen wir mal hier so eine Fähigkeit, ein zufälliges Merkmal, nächstes Ziel. Was haben wir denn da? Wähle ein Merkmal zum Ausrüsten aus. Schwerer als mal, erhöhe den Schaden von Felsenteilung. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht im Kampf eingesetzt. Türkischer Schlag, erhöht den Schaden. Machen wir den. Komm. Türkischen, komm her. Ab in mein Ohr. ja. Jo, Freunde. Wie gesagt, das war jetzt dann noch der dritte Teil von Akt 2. Und ich würde sagen, das war es jetzt für heute erstmal so für den ersten schnellen Eindruck. Und ich erzähle noch ein paar Takte dazu am Schreibtisch. Bis gleich. Hallo zurück, liebe VR-Freunde. Das war jetzt mein erster Eindruck von Hellsweeper auf der Pico 4. Ja, also was soll ich sagen? Prinzipiell bin ich so ein bisschen gemischter Gefühle. In erster Linie macht sehr viel richtig. Die Gameplay-Mechanik ist wieder richtig cool geworden. Ähnlich wie bei Sorrento. Man hat sehr viel Bewegungsmöglichkeiten. Man kann sehr viel upgraden. Man kann sehr viel variieren mit dem Schwert, mit der Pistole, mit dem Feuer, Zeitlupe, Saltos etc. pp. Also man kann auch ziemlich schnell überfordert sein von diesem Game, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. So die ersten 1 bis 1,5 Stunden denkt man sich, oh, okay, das. Was konnte man da noch? Wie war das schnell wieder? So geht es mir zumindest. Also man hat halt sehr viele Möglichkeiten und ich vergesse wieder die Hälfte, wenn ich im Game bin, dass ich mir dann zum Beispiel denke, oh, eigentlich hätte ich jetzt den mit der Knarre vielleicht besser erledigen können oder dann doch das Schwert auspacken. Mal vergesse ich die Feuerbälle da komplett. Auch die Saltos zu schlagen und so. Das ist, ich glaube, man kommt nach einer Zeit rein. Zwar bei Sorrento finde ich auch so. Im ersten Moment wird man so ein bisschen überschlagen, weil die Gameplay-Mechanik recht einzigartig ist und gar nicht so unkomplex. Aber wenn man da ein paar Stunden damit verbringt, glaube ich, hat man so seinen Flow. Und wenn man da reingekommen ist, dann macht es unheimlich viel Spaß. Ähnlich wird es mit Sicherheit bei Hellsweeper sein. Technisch gesehen, muss ich sagen, fand ich es jetzt nicht so toll auf der Pico 4. Also man hat wirklich total blurrige Texturen, alles nicht so toll aufgelöst, aber noch okay. Also es ist jetzt kein grottiges Spiel technisch betrachtet, die Grafik ist gut, die ist okay für Standalone, aber erwartet hier nichts Tolles wie Red Matter 2 oder so. Ja, Freunde, das war's von mir für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Abonniert meinen Channel, um nichts zum Thema Pico 4 oder auch PSVR 2 zu verpassen. Und ansonsten, Freunde, immer dran denken, we are one. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Chris. See ya.